Aber ich bezweifle, dass ich damit irgendwas machen kann. Und ich bezweifle, dass ich mit den Brettern hier irgendwas anstellen kann. Aber ich kann die Verlängerung hier anschließen. Wir haben nicht mal versucht, ob ich das Kabel durch das Fenster kriege. So, jetzt könnte ich die Bretter zuschneiden. Sehe ich das richtig? Ja, Augenmaß. Das war jetzt Augenmaß, mache ich auch immer. 50 Inch, kein Thema, muss ich nicht ausmessen. Ich benutze die Karte, das dauert sonst zu lange. So. Okay. So. Da hat es ein bisschen länger gedauert, wie es hätte sein müssen, weil ich einfach blöd bin. Ich wollte es gerade sagen, Lügendetektor, aber das ist ein Metalldetektor. Gemäß diesem Diagramm benötigt der Metalldetektor eine Batterie und ein Kabel. Habe ich natürlich beides nicht. Ach ja. Ethan hat mir den alten Prozessor aus dem Brunnen im Gewächshaus gezeigt. Er sieht nicht nur fast genau wie der Wasserchip aus, sondern reguliert auch das Wasser. Was? Ethan hat es nicht verstanden. Dann hat er mir gesagt, dass die meisten Prozessoren so aussahen und mir genau das gleiche im alten Fernseher vom Block B gezeigt. Er hat ihn ruiniert. Wasserchip? Muss ein Hinweis auf etwas. Was muss ein Hinweis auf etwas? Ich würde mal nerdig sagen sein. Nun, der Wasserchip ist einfach nur ein Wasserchip. Es scheint, dass ich im Fernseher im Block B einen Ersatz finden kann. Den haben wir schon längst. Soll ich den denn einsetzen? Einfach so? Ach, okay, hier. Daumen drücken. Drehe die Anzeigen, um einem Pfad zu folgen. Wo soll ich denn hin? Von da nach da? Wo muss ich hin, liebes Spiel? Kann ich nur in eine Richtung? Sieht fast so aus. Das macht keinen Sinn. Ich frag mich, wie man da hinkommen soll. Weil ich schon nicht weiß, wie ich da hinten hinkomme. Jetzt müsste der kleine Brunnen funktionieren, oder? Der hier. Ich habe doch irgendwas angeschaltet. Oder muss ich dich beide aktivieren? Ah nein, jetzt kann ich das da machen. So. Mensch, das ist der kräftige Wasserstrahl, den wir gebraucht haben. Das ruhige Plätschern des Brunnens. Ich habe nichts gesagt. Das Ornament kommt mir bekannt vor, zumindest ein Teil. Nur ein starker Wasserstrahl konnte das jetzt wegmachen. Das heißt, das beruhigende Plätschern des Brunnens ist der starke Wasserstrahl. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
So. Okay. Ach so, das sieht alles so verdächtig gleich aus. Ich würde sagen, das da. Mit dem größten Abstand dazwischen, was haben wir hier? Ich würde sagen, das da. Oh Gott, wie geht's weiter? Ein bisschen größer. Das. Das sieht ja fast gleich aus. Ich würde sagen, das. Ich sage ja das so, oder? Ach so, das ist nicht immer dasselbe. Es ist unterschiedlich. Sagen wir da. Okay, also entweder es ist das. Das andere. Was ist der Unterschied in diesem Ding? Würde sagen, das. Das für drüber. Ach, Gott. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das tatsächlich richtig gemacht habe. Deswegen war ich jetzt erschrocken, dass die Tür aufgegangen ist. Ohne Witz. Da ist eine Puppe, die ich nicht ansprechen möchte. Da ist ein Bild der Puppe, das ich nicht ansprechen möchte. Deswegen nehme ich jetzt erstmal das Seil hier mit. Oder das Metalldetektorkabel ist mir beides Jacke wie Hose. Kann ich das aufschneiden? Natürlich ist meine Schere kaputt gegangen. Trockene Reben. Großartig, die Schere ist zerbrochen. Die restlichen Reben wirken trocken. Trocken. Die werden trocken. Ich frage mich, ob sie trocken genug sind zum Brennen. Naja, das ist eine gute Idee, aber ich brauche mehr Brennholz, wenn ich will, dass die Flammen hoch genug reichen. Okay, bevor wir das Ding jetzt anstecken, sprechen wir doch mal die Puppe an. Oder erstmal die Kiste. Kiste. Ah, dafür ist die Feder. Verschiebe die Federn, um sie auf gleiche Höhe zu bringen. Ach, das ist sowas. Okay. Wirklich, das andere hat sich mehr oder weniger selbst verschoben. Nur das funktioniert jetzt nicht. Und das, wenn man das da schiebt, bewegen sich die beiden mit. Wenn ich das da schiebe, sind das die beiden. Das da schiebt. Ich kann solche Rätsel echt nicht, weil da muss man weit im Voraus denken. Ich finde sowas echt nicht gut.
genau wegen sowas nicht. War leichter wie gedacht. Da ist der fehlende Knopf. Ich hätte die einfach nur alle auf selbe Höhe bringen müssen. Das war ja simpel. Hi. Du bist doch bestimmt ein Jumpscare. Was für eine gruselige Puppe. Ja. Es wäre irgendwie voll gruselig, wenn man damit noch so geheime Geheimnisnachrichten finden könnte. Okay. Ist noch ein Zettel? Emma, ich habe Ethan gebeten, zwei zusätzliche Kopien des Fotos zu drucken, das er gemacht hat. Du siehst fantastisch aus. Macht es dir was aus, wenn ich eine Kopie für mich behalte? Ich denke, dass Jack und Miss Stonehouse sich treffen. Er sagt, es ist nur professionell, aber ich habe gesehen, wie er sein Hemd zugeknüpft hat und seinen Atem überprüft hat, bevor er sie traf. Haha. Ich weiß, dass du es nicht magst. Sie kann ein wenig instabil und seltsam sein. Aber ich freue mich immer noch sehr für Jack. Ich habe ihn seit seiner Scheidung quasi untergehen sehen. Und das ist eine willkommene Veränderung, Alex. Jack. Jack. Wer war Jack? Wer war Jack? Wie kam ich denn nochmal in diese Übersicht rein? Das ist alles von... Achso, hier. Jetzt sollte ich vielleicht den Zurück-Button benutzen. Wer war Jack nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber er scheint wohl unsere Mutter gemocht zu haben. Nein. So. Etwas gruselig, Alex. Also hatte Jack doch noch eine Beziehung zu meiner Mutter und er fing an, Menschen zu töten, als sie starb. Das kann kein Zufall sein. Ach, der Jack. Der Freund von Alex. Der das Massaker veranstaltet. Ja, okay. Ein Ventil. Ich meine, schön, dass ich sie angucken kann, aber mit ihr machen kann ich scheinbar mal noch nichts. Ach Gott, mach doch nicht einfach dein Buch auf. Es gibt Einkerbungen im Holz, als ob die gleiche Figur immer wieder skizziert worden wäre. Könnte das Bild wahrscheinlich mit einer Kreide oder einem Blatt Papier abpassen? Ich könnte. Ich habe hier Papier und ich habe hier einen Crayola-Wachsmalstift. Schnapp dir den Stift und bewege ihn, damit das versteckte Bild sichtbar wird. Also die Farbe ist deutlich schwärzer, wie es... Wobei der Crayola-Stift ist tatsächlich schwarz, das Papier ist aber blau. Normalerweise bedeutet es, dass der Stift auch blau zu sein hat. Warum sollte ich einem Stift, sei es jetzt Wachsmalstift oder wie auch immer, eine andere Umverpackungsfarbe geben, wie er eigentlich hat? Also ich meine, es ist drastisch anders, dass es natürlich nicht immer genau das Blau ist, wie jetzt das hier ist ja eine Sache, aber ich habe jetzt noch keinen Stift gehabt, der außen blau war und dann orange gemalt hat oder so, ne? So, da macht sie mir jetzt das Buch nicht einfach auf. Es scheint, dass jemand diese Puppe immer wieder gezeichnet hat. Gab es etwas Bestimmtes, das sie zu zeigen versuchten? Puppenzeichnung. Ach Gott. Stell da einfach das Bild daneben dran. Also ist das die gleiche Puppe, aber etwas ist anders. Sie hat eine andere Tasche. Und andere Blume. Ah ja, ich muss die Unterschiede suchen. Die war auch nicht da. Da war ein Steinchen drin.
Blumen, ist das richtig? Oh ja, wir reparieren sie ohne irgendwas, gar kein Thema. Da noch. Das ist definitiv die gleiche Puppe, aber die Haarschleife fehlt. Ja, natürlich fehlt die Haarschleife. Okay, jetzt zünden wir mal. Jetzt machen wir mal Feuer. Jetzt zünden wir das mal an. Ein kleines Holz oder etwas Papier. Natürlich brennt das nicht weiter. Ne? Normalerweise müsste es in Windeseile das ganze Gartenhaus in Brand stecken, weil hier die Reben sind, die gehen dahin. Das ist vermutlich verknüpft mit irgendwas Annahmen. Also von daher. Und da war da gerade eben was. Achso, das war vielleicht die Tür. Welch allerliebster Klang. Seit ich dieses Gebäude betreten habe, wusste ich, dass es nicht nur ein Garten ist. Es wurde zu einem Zweck gebaut, um etwas unterzubringen. Und als ich diese Statue sah, wusste ich, dass sie es war. Es erinnert mich an ein Bild, das ich unter unserem alten Haus gesehen habe. Das waren vier von denen. Das Gesicht fehlt. Es sieht so aus, als ob eines der Gesichter fehlt. Es gibt drei Medaillons und eines fehlt. Ich kann die drei nicht herausholen. Soll ich hier? Akku für Metalldetektor. Liegt hier irgendwie vielleicht noch eine Figur versteckt oder so? Ist ja eigentlich auch ein guter Platz dafür. Komm ein bisschen... Ah, da! Sag ich doch! Igor Kalt! Igor Kalt, der Supervisor. Der Supervisor. Ist das Wort wirklich im Deutschen? Supervisor. Das hatte für mich immer mehr so ein englisches Ding. Igor war für Block B verantwortlich, nachdem Block A niedergebrannt war. Er kümmerte sich um drei Patienten. Die drei. Und Dahlia. Er scheint ein unangenehmes Individuum gewesen zu sein. Schwammig und gewalttätig. Was heißt denn schwammig? Ich hätte es gesagt, vielleicht ölig, also im Sinne von halt schmierig, aber schwammig. Aber andererseits hat ihn vielleicht die Umgebung so geformt. Er starb unter Qualen, der einzige, der nicht von Jack abgeschlachtet wurde. Er erwähnte, dass sie ihn besucht habe. Hat sie es getan? Wie starb er denn? Ich hab's vergessen. Ich hätte mir wirklich vielleicht das Let's Play nochmal anschauen sollen vom ersten Teil. Also natürlich mein eigenes, ist klar. Wir gehen zum Metalldetektor. Reparieren den mal. Ich habe hier ein Kabel. Und einen Akku. Klappe zu. Detektor meiner. Diphyllium Meslene. Um Gottes Willen, Säcke mit Namen. Die Namen scheinen auf Latein zu sein, um es extra doof zu machen, ja. Weil ich sie nämlich nicht lesen kann. Das sieht aus wie ein Mistelzweig. Blum. Das hat was von einem Salatkopf. Ich erkenne nicht mal das meiste, was da drauf ist. Da ist noch was. Gibt die Kombination ein... Das Schloss. Welche Kombination? Habe ich sie irgendwo gefunden? Wo denn? Sechs, neun, vier, eins. Ich denke es zwar nicht, aber ich glaube, das war für was anderes, aber... Ah, das kann ich auch drehen. 6, 9. Oh, war es doch. Dass man das so spät noch verwenden muss. Okay.
Wunderbar, jemand hat ein Graffiti im Heizungsraum ausgekratzt und jetzt muss ich es verputzen. An Wände zu zeichnen ist schon ärgerlich genug, aber warum das verdammte Ding auskratzen? Er meint wohl einkratzen. Sieht aus wie dieses Symbol auf den Lampen bei jedem Gebäude. Dr. Jürgen bat mich, die Sicherheitsanweisungen in der Anstalt aufzuhängen. Sicher, der gesamte Block A ist ohne Grund in Flammen aufgegangen. Also lasst uns überall Sicherheitshinweise aufhängen, damit wir uns besser fühlen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Warum sollte jemand die Zeichnung einer Lampe von der Wand abkratzen? Moment, war das Graffiti an die Wand gemalt und jemand ist hin und hat dann dieses Graffiti eingekratzt? Ach, so meint er das. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich hier ein Schwarzlicht. Ja, warum denn nicht? Hier kann ich den Knopf einsetzen. Jetzt muss ich den Pfad dann so machen, dass ich... Nein, jetzt kann ich den anderen, jetzt kann ich die andere Seite machen. Was ich vorher nicht konnte. Nein, das geht nur so. Muss ich doch auf die andere Seite. Aber da bin ich jetzt genau auf demselben Stand wie jetzt eben. Ich komme nur so oder so ran. Fahre ich von weiter weg? Ich bin nicht sicher, ob dieser Brunnen in der Lobby gut funktioniert. Was? Warum? Das hast du doch bei dem anderen auch nicht gemacht.